Genau. Ich bin Magdalena und Teil vom NetzPad-Team eigentlich, aber meine lieben Kolleginnen haben mich überredet, dass ich heute ein Programm, an dem ich jetzt schon seit einem halben Jahr arbeite, mitwirken darf, vorstelle. Und ich freue mich wahnsinnig, denn das ist ein Wohlfühlprojekt und wir haben ja sehr oft schwierige Themen, wie gerade auch. Und das wird jetzt ein, glaube ich, ein Kontrastprogramm, denn Jugendhakt ist wirklich ein wunderschönes Programm. Ich hoffe, das seht ihr dann nach meinem Talk auch so. Also, technische Panne. Ganz kurz, was ist Jugendhakt für alle, die es noch nie gehört haben? Jugendhakt ist ein gemeinnütziges Förderprogramm. Das ist im Fokus steht ein Hackathon, ein Wochenende mit Jugendlichen. Und warum ist das Wort gemeinnützig da so wichtig? Weil wir kein Recruiting-Programm sind, wie teilweise andere Jugendveranstaltungen. Wir haben keine Hidden Agenda, sondern uns geht es wirklich um die Förderung von Jugendlichen und deren Talente. Wir sprechen vor allem Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren an. Und insbesondere Mädchen beziehungsweise solche Jugendliche, die normalerweise nicht unbedingt mit Technik assoziiert werden. Jugendhakt hat ein Motto, und zwar mit Code die Welt verbessern. Also wir haben zwar wahnsinnig viel Spaß bei der Arbeit, aber uns geht es wirklich um gesellschaftlich relevante Themen. Jugendhakt, ich möchte kurz ein paar Worte zur Historie sagen, weil Jugendhakt oder ich sage immer Jugendhakt, aber in Österreich sagt man ja eigentlich Jugendhackt. Viele hören schon, dass es da eben dass es in Deutschland einen Startpunkt gegeben hat, die ja auch Hacken oft sagen. Jugendhackt hat also 2013 gestartet. Vor allem sind da die Open Knowledge Foundation und die Mediale Pfade als Antriebskräfte dahinter zu nennen. Das sind zwei Vereine, die zusammen eben ein pädagogisches Konzept dafür entwickelt haben. Und Jugendhakt in Österreich gibt es eben seit 2016, seit diesem Jahr. Und die Open Commons Linz und die Open Knowledge Österreich haben zusammen das Format nach Österreich gebracht. Und dieses, warum sage ich das, warum ist mir das wichtig? Weil Jugendhakt wächst. Jugendhakt kann nur begrenzt Teilnehmerinnen aufnehmen an einem Wochenende, weil irgendwann macht es natürlich keinen Sinn mehr, ist ja keine Massenabfertigung und darum wächst es mehr und mehr in die Regionen. Zuerst 2014 ist es einfach gewachsen in Berlin. 2015 hat es dann Regionalevents gegeben und seit 2016 findet Jugendhakt im kompletten deutschsprachigen Raum statt. Und natürlich ist der Plan, dass es noch erweitert wird, dieses Netzwerk. Ein paar Worte zum Linzer Event. Wir hatten es gerade eben vor einem Monat, also von 5. bis 7. November in Linz in der Jugendkulturbox Ann & Pat, also nicht in einem Hackerspace, sondern in einem Kulturzentrum für Jugendliche. Vor Ort waren 34 Jugendliche, eigentlich waren es 35, aber einer war leider krank. 13 Mentorinnen, 7 Leute mit helfenden Händen und unglaublich viele Unterstützerinnen. Man kann es gar nicht glauben, wie viele Leute man für so ein Wochenende braucht. Wir haben auch geschaut, dass wir eben vor allem Mädchen ansprechen. Mein Ziel war, jetzt mittlerweile weiß ich, es war naiv, mein Ziel war, die Hälfte, also Hälfte weibliche Teilnehmerinnen zu haben, was überhaupt nicht geklappt hat, leider. Wir haben uns dann wahnsinnig gefreut, dass es ein Drittel geworden ist. Also es ist nach wie vor sehr schwierig, Mädchen auch zu begeistern, beziehungsweise ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gut genug wären. Jugendhakt ist halt auch kein Anfängerinnenformat, sondern eines für schon begeisterte Jugendliche. Und
Da haben viele Mädchen noch immer eher so dieses Gefühl, sie sind nicht gut genug, leider. Genau, und rausgekommen sind eben 6 tolle Projekte. Das Konzept, ich werde jetzt weniger auf die Projekte an sich eingehen, obwohl die wahnsinnig spannend sind, aber mir persönlich ist das Konzept viel wichtiger, weil es eben kein normaler Hackathon ist, sondern ein pädagogisches Konzept hat und das auch so wichtig ist und das auch erklärt, warum Jugendhack gut angenommen wird, warum sich die Jugendlichen wohlfühlen und warum ein Drive und eine Community entstehen kann. Also eben Jugendhack ist ein bisschen ein politisches Format. Jugendliche sind angehalten, sich über Gesellschaft Gedanken zu machen. Wir haben auch immer wieder im Fokus einen verantwortlichen Umgang mit Daten ihnen mitzugeben und eine Bewusstseinsbildung als aktiver Teil der digitalen Gesellschaft, als programmierender Teil der digitalen Gesellschaft und was das eben heißt, welche folgenreiche Konsequenzen es haben kann, wenn man gewisse Fähigkeiten hat. Und natürlich immer wieder die Hackerinnenethik, sind ein paar Mitglieder vom CCC da, die wissen das natürlich am besten, was ich hier meine. Also dass man, wir sprechen schon recht bald mit den Jugendlichen, welche Möglichkeiten positive Auswirkungen haben und welche nicht. Wichtig ist uns auch, dass sie sich untereinander vernetzen, dass sie Gruppen bilden können, dass sie sich kennenlernen, dass sie auch regional Menschen treffen, die ihre Interessen teilen. Wir bekommen immer wieder Feedback von Jugendlichen, dass das erste Mal war, dass sie mit anderen Menschen, die gleiche Interessen haben, zusammenarbeiten. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn wir da Vernetzungsarbeit leisten können. Und ich habe schon gesagt, Spaß. Also das ist auf jeden Fall das allerwichtigste Kriterium für uns, dass die Jugendlichen Spaß am Wochenende haben. Zu den Mentorinnen, die werden von uns sehr sorgsam ausgewählt. Das sind wahnsinnig technisch versierte Menschen, die allerdings auch bisschen pädagogisches Gespür haben, beziehungsweise sind wir dann auch vor Ort und Pädagoginnen vor Ort, die ihnen zur Seite stehen. Und diese Mentorinnen sind eben keine Lehrerinnen, es ist keine Schulsituation, sondern genau das Gegenteil. Mentorinnen stehen an der Seite von den Jugendlichen und helfen ihnen, wenn Hilfe gebraucht wird. Allerdings drängen sie sich nicht auf und es ist keine Hierarchie da, sondern sie geben Tipps, wenn Jugendliche anstehen und nicht mehr weiter wissen. Es ist ein Austausch auf Augenhöhe. Wir können das eben nur schaffen, weil wir einen wahnsinnig hohen Betreuungsschlüssel haben. Also auf 3 Jugendliche kommt eine Mentorin oder ein Mentor. Und dabei ist uns eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir unterschiedliche Role Models bei den Mentorinnen haben. Die Hälfte der Mentorinnen ist eben weiblich. Wir schauen, dass wir sehr unterschiedlichen Hintergrund, dankeschön, sehr unterschiedlichen Hintergrund, Leute finden, auch unterschiedliches Alter um verschiedenen Jugendlichen eben Role Models zu bieten. Und es gibt auch ein paar Regeln bei uns, zum Beispiel dürfen Mentorinnen nicht auf die Tastatur der Teilnehmerinnen greifen, denn die ist Lava. Es gibt eben kein Abwerben, es geht nicht darum, dass wir einen Praktikumsplatz vergeben oder irgendwie sowas, sondern es geht wirklich darum, dass wir einfach gemeinsam ein schönes Wochenende haben, Spaß an der Sache haben, dass die Kids rausgehen, was gelernt haben, aber auch die Mentorinnen, auch das Orga-Team, also wir lernen alle ständig dazu und voneinander. Genau. Und dieses Lernen ist eben ein sehr erfahrungsbasiertes Lernen. Die Tastatur ist Lava, darum müssen wirklich die Jugendlichen selber ran und selber programmieren, selber Hardware machen, selber auslasern und 3D-drucken und sonst was.
Und wenn Fehler passieren, ist das vollkommen okay bei Jugendakt. Gelernt wird durch diese Reflexion dann auch. Und wir begrüßen Fehlerkultur. Wir machen selber ständig Fehler. Auch das Orga-Team gibt es zu und wir stehen dazu und es ist okay. Genau. Spaß, Spaß. Man kann nie genug Spaß haben. Also auch wieder hier Spaß. wir haben sogar einen Code of Conduct geschrieben dazu. Wer mehr sich dazu informieren möchte, den haben wir online gestellt auf jugendhack.org. Die wichtigsten Punkte hier sind eben Vielfalt zu fördern. Wir können ja aktuell beobachten, dass die Bildungsschere in Österreich auseinanderklafft. Wenn wir uns das Ganze bei digitalen Kompetenzen anschauen, ist das nochmal wesentlich drastischer. Darum ist es umso wichtiger, dass wir eine Vielfalt und eine vielfältige Jugend fördern. Nicht nur eine Elite heranzüchten, wie es leider viele andere Jugendformate immer wieder machen, sondern dass wir wirklich schauen, dass wir unterschiedliche jugendliche Möglichkeiten bieten. Was uns besonders wichtig ist, ist im Umgang mit Jugendlichen, dass wir keine sexuelle Gewalt und auch keine verbale sexuelle Gewalt zulassen, die in der Jugendkultur teilweise verankert ist, teilweise von den Erwachsenen einfach mitgegeben werden. Das heißt, solche Sachen wie, boah, bist du nur ein Mädchen oder bist du schwul, gibt's nicht. Und wir sind auch sehr, also nicht streng, aber wir gehen darauf ein, wenn sowas auftaucht. Genau. Und ganz kurz zum Ablauf. Wir fangen Freitagnachmittag an. Es gibt ein Brainstorming dann und auch Inputs von Mentorinnen zu offenen Daten, zu Hardware, zu Code, zu Open Source und so weiter, zu gesellschaftlich relevanten Themen, zur Hackerinnenethik gibt es meistens den allerlängsten Input. Und dann können Sie sich überlegen, an welchem Projekt Sie arbeiten möchten. Und dann wird wirklich eine Nacht drüber geschlafen. Also Sie sollen sich nicht noch an dem Tag entscheiden, sondern Sie können eine Nacht drüber schlafen und am Samstag weitermachen. Und dann finden Sie eben die Gruppen und fangen an zu coden, zu basteln, zu bauen. Wir haben Ihnen vor Ort ein FabLab eingerichtet. Wir haben unterschiedliche Werkzeuge zusammengetragen. Wir haben eben die Mentorinnen, die verschiedenste Fähigkeiten, Programmiersprachen und sonstes beherrschen. Und dann geht's richtig los. Und am Sonntag können Sie am Vormittag noch das Projekt fertig machen. Und zum Mittag wird präsentiert in einer richtig großen öffentlichen Präsentation, wo alle ein bisschen nervös sind, aber dann vor allem stolz, weil sie alle, und zwar wirklich alle, geilen Scheiß gemacht haben. Das schaut dann so aus. das ist die Gruppe in Linz eben. Das ist wahnsinnig schön, denn wir zelebrieren dann ihren Erfolg, auch wenn der Prototyp nicht ganz fertig geworden ist oder wenn irgendwo ein Fehler passiert ist oder keine Ahnung was. Aber wir zelebrieren das, was gemacht wird, dass sich junge Menschen mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinandersetzen und wollen ihnen so auch Selbstbewusstsein mitgeben, dass sie an einer besseren Welt arbeiten können. Und wie geht's weiter? Ich habe jetzt gleich diese Folie genommen, wo Anmeldung draufsteht, denn wir werden weitermachen. Jugendhack wird es auch nächstes Jahr geben, auch in Österreich. Und noch dazu, Jugendhack ist nicht nur ein Veranstaltungsformat, sondern vor allem und zuallererst eine Community. Das heißt, Jugendhakt hört gar nicht richtig auf. Wir haben Kommunikationskanäle geschaffen, wo sich die Jugendlichen mit den Mentorinnen oder auch ohne Mentorinnen nach wie vor zusammentauschen können. Auch international, also die Jugendlichen in Linz können mit den Jugendlichen in Berlin oder in Zürich genauso quatschen. Und diese Community soll stetig wachsen. Genau, und wenn ihr weiterhin informiert
sein wollt. Wir werden für die Linz-Events die nächsten Wochen mehr und mehr Projekte posten und Videos dazu. Dann folgt uns auf für die Erwachsenen Twitter und Facebook, für die Programmiererin GitHub. Das haben die Jugendlichen alle Codes online gestellt. Und für die Jugendlicheren unter uns Snapchat und Instagram. Dankeschön. Zu Jugendhakt aus dem Publikum. Kannst du uns dennoch was über diese Projekte erzählen oder ein, zwei Beispiele nennen? Mhm. Ja, zum Beispiel hat es ein wunderschönes Projekt gegeben, wo eine Gruppe ein Computerspiel wirklich fertig programmiert haben, wo ein Einhorn vor Kameras flüchten muss, ein klassischer Jump'n'Run, und dann Überwachungskameras ausgesetzt ist und den Einfalls nicht in den Einfallswinkel darf. Ja, wunderschön. Also wer von uns spielt nicht gerne Jump'n'Run-Spiele, ne? Und dann wird man auch noch hingewiesen auf die Thematik Privacy. Großartig. Eine andere Gruppe hat zum Beispiel eine App gemacht, die OpenStreetMap verwendet, und in Linz haben wir sehr viele offene Daten und auch sehr viele nochmal zur Verfügung gestellt bekommen von der Stadt Linz. Und es gibt unter anderem den Baumkataster, der online ist. Also jeder öffentliche Baum ist halt kartografiert, auch wann der blüht und so, welche Früchte der trägt. Und die haben eine App gebaut, wo man sich jeden Tag einen anderen Weg zur Arbeit berechnen lassen kann, der gerade am allerschönsten ist und diese Bäume auch mit beinhaltet. Genau, zum Beispiel. Wie erfahren die Jugendlichen von dem Projekt? Von dem Event? Ja, wir haben das jetzt zum ersten Mal gemacht. Das heißt, wir haben wirklich klassischer Flyer und Plakate in Jugendzentren und sowas auch gesetzt. Aber natürlich auch online Kanäle, wo wir jetzt schon relativ viele Likes und Follower haben. Am aktivsten sind sie tatsächlich auf Instagram und Snapchat. Genau. Ja. Über Schulen teilweise auch, also vor allem über engagierte Informatiklehrerinnen und Lehrer, ja. Aber dadurch, dass wir kein schulisches Programm sind, können wir leider nicht flächendeckend Werbung machen. Ja. Weitere Fragen? Ganz hinten, einen Moment, das dauert kurz. Nein, Mikro. Wie finanziert ihr euch? Also dieses Jahr sind wir großzügigerweise von der Stadt Linz finanziert worden. Diese Abteilung, die heißt Open Commons Linz, also das ist eine Initiative von der Stadt Linz, die sich wirklich für eine offene Gesellschaft einsetzt. Und die Stadt Linz hat schon recht bald bemerkt, dass das ein wertvoller Input ist, dass das wichtig für eine Kommune ist, eben gewisse Inputs in diese Richtung zu bringen. Also war auch eine der ersten Kommunen in Österreich, die wirklich sehr viele offene Daten freigegeben hat und so weiter. Und diese Initiative hat Jugendhakt komplett finanziert im letzten Jahr. Also dieses Jahr. Genau, wie wir 2017 weitermachen, ist noch nicht geklärt. Also wenn ihr, keine Ahnung, Medienkompetenzzentren mit viel Geld habt, dann könnt ihr mich nachher gerne ansprechen. Gut,
hoffentlich findet sich jemand unter den Anwesenden oder erzählt es auch weiter. Also. Aber weiß schon, dass das sicher wieder auch ein Anliegen der Open Commons sein wird, nächstes Jahr weiterzumachen. Genau, also auf ein nächstes Mal. Auf ein nächstes Mal.